Eine schreckliche Geschichte. Auch mein nächster Fall braucht dringend Ihre Mithilfe, um noch aufgeklärt zu werden. Erschütternd und unfassbar. Der Täter missbraucht ein Kind. Er verpackt sein Opfer in Plastiktüten, sticht mit dem Messer auf das Kind ein. Schließlich entsorgt er den toten Jungen im Hausmüll. Das Opfer war 13 Jahre alt. Stefan Lambrecht, ein blonder, lebensfroher Junge. Irgendwo zwischen Berlin-Pankow und Prenzlauer Berg geschah das grausame Verbrechen im August 1995. Rückblick: August 1995. Es war ein heißer Sommer in Berlin. Blitze und kein Ende könnte man das Ganze umschreiben. Das Hoch David lässt die Deutschen weiter darben. Sonnenschein den ganzen Tag. Perfektes Ferienwetter auch zum Angeln. Das war neben Fußball Stefan Lamprechts großes Hobby. Besonders gern angelte er gemeinsam mit seinem Vater. Stefans Eltern hatten sich getrennt. Der 13-Jährige besuchte seinen Vater in Berlin meist nur in den Sommerferien. Die übrige Zeit lebte Stefan bei seiner Mutter in Kiel. Kiel, das alltägliche Umfeld von Stefan, sollte später noch ins Blickfeld der polizeilichen Ermittlungen rücken. Im Sommer 1995 war der Junge bei Vater und Oma in der Seeloer Straße 2 in Berlin-Prenzlauer Berg zu Besuch. Ein paar Straßen weiter in der Selinstraße wohnte damals Stefans bester Freund. Von hier aus gingen die beiden Jungs gern ins nahegelegene Freibad Pankow. Einmal übernachtete Stefan bei seinem Freund in der Selinstraße, vergaß hier seine Badesachen. Die Sachen wollte er am Nachmittag des 2. August abholen. Sein Vater schilderte 1995 in Kripo Live seine Erinnerungen. Bevor er losgegangen ist, hat man hier noch schön getobt wieder ein bisschen. Und dann ist er fröhlich losmarschiert, wollte die Sachen holen und das war das Letzte, was ich von ihm gesehen habe. Denn. Um 15 Uhr machte sich Stefan Lamprecht auf den Weg. Er trug an jenem Tag ein grünes T-Shirt und kurze Jeans. Gegen 16 Uhr kam er in der Selinstraße 3 bei seinem Freund und dessen Familie an. Hier wurde Stefan zum letzten Mal lebend gesehen. Von hier aus machte er sich auf den Heimweg mit seinen abgeholten Badesachen. Was mich beschäftigt, im Grunde konnte kein Fremder wissen, dass der Junge um diese Zeit hier unterwegs war. 16.15 Uhr war es, als Stefan die Wohnung seines Freundes wieder verließ. In der Hand die weiße Plastiktüte mit den Badesachen. Zu Hause bei Oma und Vater ist Stefan jedoch nie angekommen. Stundenlang suchte Peter Lamprecht nach seinem Sohn. Am späten Abend meldete er den Jungen bei der Polizei als vermisst. 6 Tage vergingen, banges Warten, Hoffnung. Dann die erschütternde Gewissheit. Auf der Mülldeponie Schöneiche, rund 20 Kilometer von Berlin entfernt, machten damals Platzmeister Klaus Schadow und seine Kollegen einen grausamen Fund. Der Bagger hatte aus dem Müllwaggon einen toten Körper entladen. Ich möchte mal meinen, es war reiner Zufall, dass wir das gefunden haben. Ich mache mich auf den Weg, jetzt 19 Jahre später, noch einmal an die Stelle, wo der tote Junge gefunden wurde. Heute wird die Deponie Schöneiche größtenteils zur Entsorgung von Erdabfällen genutzt. Die riesige Müllhalde von damals ist heute kaum noch als solche zu erkennen. Mit Dieter Schramm bin ich verabredet, dem damaligen Deponieleiter. Herr Schramm, wie haben Sie damals von dem Fund hier auf der Müllkippe erfahren? Ja, ich war einige Tage im Urlaub und als ich zurückkam, hat unser Platzmeister Klaus Schadow mir von diesem Leichenfund berichtet. Mit dem ganzen Schrecken, die damit verbunden waren, dem Entsetzen. Die Beschäftigten konnten sich tagelang nicht da beruhigen, als sie feststellten, dass das, was sie entladen haben, ein menschlicher Körper war. Der Müll kam damals aus Pankow-Heinersdorf. Er wurde also mit dem Zug von Berlin-Pankow hierher gefahren.
Der Zug war mit Netzen bedeckt und auch die Kollegen haben gerätselt, wie konnte der Körper eigentlich in den Müllwaggon hineingeraten. Ja, wenn wir uns diese Massen von Müll vorstellen, dann grenzt es doch an ein Wunder, dass Stefan Lamprecht überhaupt gefunden wurde. Ja, das ist aus unserer Sicht auch ein Wunder, denn der Müll wurde sofort vom Waggon in Dumper verladen und nur dieser eine Wagen, wo der Körper drin lag, wurde auf den Haufen geworfen, weil der Dumper nicht zur Verfügung stand, der hatte vielleicht eine Panne oder was. Jedenfalls ist nur durch diesen Umstand, dass ein kegeliger Haufen gebildet wurde, der Körper auch entdeckt worden. Der 13-jährige Stefan wurde ermordet und in den Müll geworfen. Sein Vater sprach damals mit Kripo Live über seinen Schmerz. Man hat zwar die Gewissheit, aber man kann sich das eben nicht vorstellen. Und dann, wenn man da vor dem Grab steht und wenn er dann runtergelassen wird, das ist eben nochmal das Schlimmste. Ja. Das ist, was ja dann auf einmal weg sein soll. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Das geht nicht. Das Beim Berliner Landeskriminalamt gibt es ein besonderes Kommissariat, das sich mit länger zurückliegenden ungeklärten Fällen befasst. Und hier ist man fest entschlossen, den Mörder von Stefan Lamprecht zu finden, auch noch 19 Jahre nach der Tat. Hier bin ich mit der jetzt in dem Mordfall zuständigen Ermittlerin Heike Wolf verabredet. Sie rollt mit ihren Kollegen den Fall neu auf und weitet die Ermittlungen auf Kiel aus, den damaligen Heimatort von Stefan. Welches Bild haben Sie von dem Geschehen damals? In dem Fall Stefan Lamprecht ist man ja davon ausgegangen, dass der Täter auf jeden Fall aus Berlin kommen wird. Wir wissen inzwischen, dass Stefan Lamprecht an seinem Wohnort in Kiel, ich sag mal, vor seiner Mutter viele Dinge auch verheimlicht hat. Wir wissen, dass er damals Kontakt zu pädophilen Männern hatte. Und das hat natürlich auch eine andere Sichtweise ergeben. Und wir fragen uns jetzt, ob es vielleicht auch möglich sein kann, dass der Täter im Fall Stefan Lamprecht aus Kiel stammen könnte und hier vielleicht den Jungen während seines Sommerurlaubs aufgesucht haben. Meinen Sie denn, dass Stefan seinen Mörder vor der Tat schon kannte? Ich denke, wenn man den Fall heute bewertet, muss man zumindest diese Richtung in Betracht ziehen und kann sie nicht ausschließen. Die Spur ins Kiel der 90er Jahre hat folgenden Hintergrund. Kurz vor den Sommerferien 95 hatte Stefan in Kiel ohne Wissen seiner Mutter einen pädophilen Mann bei der Polizei angezeigt. Dieser suchte Kontakt zu Stefan und anderen Jungen. Ob dieser Mann etwas mit Stefans Tod zu tun hat, ist bis heute unklar. Sicher ist, Stefan Lamprecht traf seinen Mörder in Berlin auf dem Heimweg. Dieser führt von der Selinstraße über die Berliner Straße und die Schönhauser Allee zur Wohnung des Vaters in der Seeloer Straße. Es bleibt unklar, ob der 13-Jährige zu Fuß ging oder mit der Straßenbahn fuhr. Immerhin ist der Weg, den der Junge zurücklegen musste, etwa 2,5 Kilometer lang. Irgendwo wurde er dann entweder von einem Bekannten oder einem Fremden angesprochen. Auf jeden Fall ging das Kind arglos mit. Vermutlich bis in die Wohnung des Mannes. Stefan rauchte hin und wieder, trank aber, so viel man weiß, keinen Alkohol. Die gerichtsmedizinische Untersuchung wird später allerdings ergeben, dass der 13-Jährige Alkohol im Blut hatte, als er starb. Der Täter könnte so sein Opfer gefügig gemacht haben, um sich an dem Kind zu vergehen. Er brachte den 13-Jährigen um. Welche Verletzungen hatte Stefan denn und können Sie daraus Rückschlüsse auf den Täter ziehen? Also Stefan hatte Schnitt- und Stichverletzungen und Verletzungen im Genitalbereich und im Afterbereich machten deutlich, dass es sich hier eindeutig um einen Sexualmord handelt. Und von daher suchen wir natürlich auch einen Täter,
der unter Umständen die eine sadistische Komponente hat, weil uns das ja das Spurenbild so darlegt. Der Mörder steckte sein nacktes Opfer in Müllsäcke. Ein Fakt, den auch die Fallanalytiker des Landeskriminalamts Berlin genauer beleuchtet haben. Frau Fabian, ein wichtiges Ergebnis Ihrer Fallanalyse hat mit einem blauen Müllsack zu tun. Wir sehen es hier. Bitte erklären Sie es uns genauer. Ja, das ist richtig. Wir haben im Zuge der Fallanalyse herausgefunden, dass dieser Müllsack, in dem Stefan aufgefunden wurde, vermutlich nicht als reines Verpackungsmaterial diente, sondern als eher als Kleidungsstück imponiert. Also wir denken schon, dass der Täter dem Stefan diesen Müllsack angezogen hat und auch die Löcher für Arme und Kopf selbst reingemacht hat, um ihm halt dieses Bild dann zu geben, um ihn halt so anzuziehen. Werden Sie das als eine sexuelle Vorliebe? Dazu können wir jetzt nichts sagen. Es ist aber natürlich eine Vorliebe, die nur vom Täter ausgeht. Also was er damit bezwecken wollte, ob es für ihn ein Spiel war, ob es eine Machtkomponente besitzt, ob es eine sexuelle Komponente besitzt, dazu können wir einfach nichts sagen. Aber es ist schon so auffallend und so außergewöhnlich, dass wir sagen, das muss im Täter drin sein. Eine weitere ungelöste Frage ist, wo genau war der Tatort? Wo geschah die grausame Tat? Die Kripo ist sich sicher, dass der Täter den toten Jungen irgendwo zwischengelagert hat. Denn die Kindsleiche war dick mit Kohlenstaub überzogen. Die gerichtsmedizinischen Befunde haben uns ein bisschen Aufschluss darüber gegeben, was wir eigentlich für einen Tatort suchen, wo wir vielleicht vermuten könnten, dass Stefan Lamprecht in einem Keller gelagert wurde oder in einer Örtlichkeit wie einem Gelände mit Baustoffhandel, wo es eben eine größere Menge Braunkohle gegeben hat, wo man vielleicht oder wo der Täter vielleicht versucht hat, den Leichnam auch für einige Tage zu verbergen. Irgendwann entschloss sich der Täter, die Leiche im Hausmüll zu entsorgen. Vermutlich im Raum Berlin-Pankow-Prenzlauer Berg. Denn von dort stammt der zusammen mit der Leiche auf der Deponie angelieferte Hausmüll. So die Polizeiermittlungen. Für die Spurensicherung war der Fundort im Müll damals eine äußerst schwierige Ausgangslage. Mit dem heutigen Stand der Kriminaltechnik sind die Chancen größer geworden, selbst nach 19 Jahren noch weitere Spuren zu finden. Das sind die Original-Mülltüten, die das Kind an seinem Körper trug, als es tot gefunden wurde. Und Sie, Frau Dr. Göllner, untersuchen diese Plastiksäcke heute noch einmal sehr gründlich. Worum geht es dabei? Ja, es geht eigentlich darum, dass wir jetzt versuchen, an diesen Müllsäcken erneute Spurensicherung durchzuführen, um sogenannte latente DNA-Spuren zu sichern. Das heißt also minimale Mengen, die wir damals noch gar nicht untersuchen konnten. Wie ist denn der Unterschied heute gegenüber damals? Also heute sind wir im Minimalbereich, das heißt wir untersuchen ungefähr 30 Zellen. Und damals brauchten wir für eine DNA-Untersuchung sicherlich einen Blutstropfen, der im Durchmesser so groß war wie ein 2D-Mark-Stück. Also wir sind schon deutlich sensitiver geworden. Die aufwendige erneute Spurensuche und Auswertung läuft. Die Kripo hofft auch auf neue Zeugenhinweise. Der Mörder hatte vermutlich Mitte der 90er Jahre in Berlin-Pankow oder auch in Kiel Kontakt zu anderen 10- bis 13-jährigen Jungen. Möglicherweise hat er seine pädophilen oder sadistischen Neigungen mehrmals ausgelebt oder es versucht. Wichtige Zeugen könnten betroffene Jungen sein, die sich damals nicht offenbarten. Auch in diesem Fall 5.000 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise. Bitte richten Sie diese an das Landeskriminalamt Berlin. Telefon 030 4664 911 902.